Die Star Wars Battlefront Retro-Folgen werden präsentiert von mir und meinem Partner Instant Gaming. Schaut gerne in die Videobeschreibung in die obersten beiden Links. Dort findet ihr einmal den Link zu meinem Rev-Link, wo ihr die Spiele günstiger bekommen könnt, als auch irgendwelche Gamecards und so weiter kaufen könnt. Und checkt auf jeden Fall auch das Gewinnspiel ab. Dort könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Einfach mal mitmachen. Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Diesmal wieder Helden vs. Schurken. Wir spielen die Helden und wir haben hier unsere Truppe schon parat. Jin, die gute Leia und Luke Skywalker und wir spielen selber als normalo Rebellensoldat. Zumindest am Anfang, denn nächste Runde können wir vielleicht ein paar von den Helden nehmen, ne? Wir werden sehen. Kommt der da nochmal raus, der Typ? Ja, blöde Blasterkanone, hat mir wieder überhaupt nichts gebracht. Schade. Okay, Luke ist da oben, Jin ist da unten. Bei Jin ist irgendwo der Dengar hingerannt. Ich weiß noch nicht genau wo. Luke, willst du da nicht hingehen? Da sind deine Kumpels, die werden da verprügelt. Ich versuche noch mein Bestes, um da nochmal Bagda rein zu pfeffern. Ja, und ich glaube, die Jin ist weg vom Fenster, bevor ich da bin, ja. Aber es ist noch nicht verloren. Es ist noch nicht verloren. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus sogar. Die Jin hat irgendwie richtig gut Schaden mit draufgehauen, oder? Die Leia hat da immer ordentlich drauf feuern können. Jawohl, siehst du mal. Gut. Erste Runde haben wir. Neue Runde und neue Chance mit Luke Skywalker was zu reißen. Wir werden gucken, ob das was wird, weil, ne, ihr wisst Bescheid. Krass oder so bin ich nicht mit Luke Skywalker, aber es kann ja auch alles noch werden. Das ist ja kein Meister vom Himmel gefallen, liebe Leute. Ein bisschen trainieren, ein bisschen üben, um der beste Luke Skywalker-Spieler aller Zeiten zu werden. Oder so. Oh, jo. Da haben wir erstmal ein bisschen was abbekommen. Wir bleiben mal ganz kurz hier, gucken mal so ein bisschen. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen Schaden verteilen. Und jetzt können wir uns die Heilung schnappen, ne? Das war ja auch der Plan von vornherein. Jetzt sind wir wieder Full Life, konnten da noch Machtschub schön reindrücken in den Vader. Das war doch mal gar nicht so schlecht. So, meine beiden Teammates sind hier außen. Haben sie da irgendwo jemanden bei sich? Das wirkt so, weil die setzen alle ihre Fähigkeiten ein. Aber ich glaube, hier ist keiner. Dann holen wir uns mal. Die brauchen ein bisschen Hilfe da. So, jetzt holen wir uns Dengar vielleicht. Ja, da helfen sie mir auf jeden Fall jetzt gerade. Die feuern da ordentlich mit drauf. Ja. Fast hätten wir den Dengar noch erwischt. Knappe Kiste, der ist fast down. Wir haben auf dem Boss auch noch ein bisschen Schaden genommen. Ich glaube, es war zwar nicht optimal, aber wir können das auf jeden Fall noch reißen, die Runde. Meine Teammates konnten ja, glaube ich, von hinten immer ganz gut draufschießen. Während ich da ein paar Schüsschen getankt hatte noch. Ja, der Lando hat, glaube ich, einigermaßen Probleme. Dem helfen wir auch mal ordentlich. Jawohl, so sieht das doch aus. Jo, das war aber nicht schlau vom Vader, glaube ich, da hochzuspringen. Ob das jetzt so gut war, ich weiß es nicht genau. Der hat auf jeden Fall gut Schaden genommen. Nien Nam schießt auch noch drauf. Ich glaube, den haben sie gleich. Jawohl, jetzt ist nur noch Bosk übrig. Ich glaube, die Runde kriegen wir. Leute, ich glaube, die Runde kriegen wir. Siehst du mal. Hat auch alles gepasst. So, Bosk ist irgendwo hier hinten. Ich weiß nicht... Wow, treffe ich gerade überhaupt nicht. Ich weiß zwar nicht gerade genau wo, aber irgendwo... Ja, gut, erst dann. Neue Runde, neues Glück. Wir spielen wieder mal als Normalo. Und unser Team wird diesmal... Besteht eigentlich aus den gleichen Leuten. Die haben absolut das gleiche genommen. Ist das irgendwie ein eingespieltes Team oder so? Spielen die andauernd zusammen? Ich weiß es nicht genau. Ah, und ich springe so doof. Halt, die sind, glaube ich, schon wieder hier lang gegangen, die Gegner. Wir gehen mal hier lang und gucken mal. Da ist Vader. Ja gut, da können wir leider nicht viel machen. Konnte ihm einen Schuss geben. 2% haben wir ihn weggenommen. War jetzt nicht viel, ne? Aber immerhin. Rüber da. Oh, da ist ja wieder Vader. Wieder ein bisschen was abgezogen, immerhin. Oh, die anderen sind schon tot, ne? Ich sehe auch keinen als Vader, ne? Und wieder. Und wieder kriege ich den... Weißt du, der steht neben Leia. Der steht neben Leia und neben Luke. Und er gibt mir den Würgegriff. Das ist unfassbar. Egal, die werden ihn jetzt immer einen Down kriegen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Die sind ja 2 gegen 1. Und die waren beide noch ziemlich full life. Und Vader war halt so Hälfte. Und da, ich gehe mal davon aus, es wird nicht mehr so lange dauern, oder? Oder? Wir werden sehen. Die kämpfen, glaube ich, noch. Sehr viel lange haben sie auch nicht mehr, um jetzt den, von der Zeit her... Ja, siehst du mal. Passt. Und damit haben wir wieder den guten Lando. Wieder kriegen wir leider keinen Bug. Das ist echt ein Fluch, ne? Immer muss ich geben, aber kriegt nie was in Battlefront. Das ist echt schade. Es ist wirklich, wirklich schade, wie wenig Heilung ich in diesem Spiel bekomme. Na, kommt der raus? Ne. So, wir gehen mal lieber ein Stückchen zurück, weil ich glaube, die können da relativ schnell zu mir hingelangen. Wo sind meine Kumpels? Die sind hier, ne? In dem Gang. Na, zumindest Chewie ist da. Inam geht ein Stückchen weiter nach hinten. Sind sie noch da? Das ist auf jeden Fall ein normaler Crewmate. Normaler Crewmate.
Ja, die sind da, glaube ich, drinne alle, ne? Ich glaube, jetzt geht Chewie ganz schön offensiv. Ich weiß nicht, ob das so smart ist von ihm. Okay, komm, wir versuchen es mal, Chewie auch noch zu helfen. Der hat nicht mehr so viel Leben. Okay, haben wir Chewie noch retten können? Nee. Oh, das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut, Leute. Okay, wir haben immer noch ganz gut Schaden gemacht. Niemand ist noch am Leben. Vielleicht kann der es noch reißen. Das ist jetzt nur so ein bisschen die Frage. Die spielen leider alle... Also die Lobby ist irgendwie ganz schön komisch, weil die super defensiv alle spielen. Der Chewie ist da ja auch schon... Guck mal, der bleibt hier auch einfach. Der bleibt hier jetzt in der Ecke und lässt sich hochheilen. Ja, ne? Ich werde es euch gecuttet haben. Mein Gott, sind die Runden langweilig so, wenn beide Einheiten nur irgendwo in der Ecke stehen und sich verbunkern. Yennam verbunkert sich, Vader verbunkert sich. Applaus. Okay, versuchen wir uns mal ein Power-Up hier zu schnappen. Und versuchen jetzt... Wow, ich krieg auch immer den gleichen Müll. Kann man das irgendwie vom Winkel treffen? Nee. Nutzloses Ding. Gut, die Gegner sitzen wieder hier in ihrer Ecke, glaube ich. Wow, die spielen sogar... Wow, die spielen ja richtig verkämmt. Da hat ja sogar einer diese komische Tretmine. Das ist glaube ich, hier wirklich irgend so ein komisches Team. Sowohl bei den Gegnern als auch in meinem Team, die dann sich übel absprechen und ja nur auf Defensive gehen. Oh, das ist ja eine richtig blöde Runde irgendwie. Na, immerhin, der Vader bewegt sich. Der will, glaube ich, die Jin kriegen. Aber ich glaube nicht, dass er das schafft mit dem Leben. Mal sehen. Na gut, der kommt auch noch. Dem haben wir gut Schaden gemacht. So, komm, wir hauen nochmal Bug damit drauf. Sehr gut. Okay, der Vader war auch ziemlich low-life. Ich weiß noch nicht genau, wo er hingerannt ist. Nur noch Boskes am Leben. Wir haben noch Jin und auch noch Luke. Jin ist jetzt down. Jetzt wird es doch nochmal knapper als gedacht vielleicht. Aber ich glaube, Luke hat das im Griff, oder? Wir heilen nochmal. Oh, das wird... Nee, wir verlieren. Krass. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der schafft es. Aber nee, hat er nicht. Cool. Okay, neue Runde. Wir haben Yennam diesmal. Das war aber... glücklich. Okay, Vader ist draußen. Oh, warum konnte ich denn nicht schießen? Jetzt kann man schießen, okay. Vader ist diesmal draußen. Ja, die sind da wieder in ihrer Ecke. Die bleiben, glaube ich, jedes Mal in ihrer Ecke. Jetzt ist sogar der Imperator da und heilt die. Ach mein Gott, was ist das denn für eine Lobby, Leute? Was ist jetzt das hier für eine Lobby geworden? Die sind ja wirklich nur alle am Rumcampen. Das ist ja schrecklich. Die sitzen ja alle statisch nur noch rum und sitzen da in ihrem Loch. Legen da irgendwelche Laserminen hin. Und sonst irgendwas. Jetzt haben sie Chewie erwischt. Der Vader wird wieder versuchen abzuhauen, ja. Wir versuchen den noch zu erwischen. Ist sogar down gegangen, sehr gut. Na, der heilt sich jetzt natürlich. Das ist unschön. Oh, hinter mir. Und dann noch mit der E4, ey. Da ist der Imperator. Aber er lebt noch. Ja, die laufen wieder alle weg, ne? Die laufen wieder nur weg. Es ist genau das gleiche wie davor. Na, immerhin, wir haben's. Sehr schön. Schurken besiegt. Und eventuell jetzt die letzte sehr entscheidende Runde. So, Heilung drauf und auf geht die gute Fahrt. Sind hier irgendwo Power-Ups irgendwo? Alles klar, Bosk ist down. Wir haben nur noch Vader und wir haben nur noch den guten Dengar gegen uns. Werfen wir hier nochmal Heilung rein. Wird eventuell doch schwieriger als gedacht. Die haben nicht mehr so viel Leben, unsere Leute. Jetzt nur die Frage auch, wo sich die Gegner verstecken. Hier unter mir ist einer. Na gut, das wird mein Tod sein, da kann ich nichts mehr machen. Aber wir haben ihm nochmal gut Schaden gemacht. 36% hat er nur noch. Er kämpft gerade gegen Leia. Vielleicht kriegt Leia das ja sogar noch gebacken. Ja, Leia hat ihn mitgerissen. Aber Chewie ist down. Ich weiß jetzt nicht, ob der gegen Vader gestorben ist und wo Luke ist. Luke ist hier, okay. Ist Vader hier hinten oder versteckt er sich gerade wieder irgendwo? Also das ist wirklich eine merkwürdige Lobby. Ich bleib dabei. Dieses ganze Verstecken und nicht im Team. Also... Hier läuft ja wirklich gar keiner im Team rum. Die laufen alle nur noch einzeln weg voneinander. Ja, jetzt haben wir es. Okay, passt ja. Sehr gut. Trotzdem eine ganz, ganz weirde Runde. Das war's auf jeden Fall mit dem guten Star Wars Battlefront 1. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.